Seid gegrüßt. Es kristallisiert sich immer deutlicher heraus, dass das Thema dieser Stunde, der Titel ist, mit leichten Übungen ins Energiegefühl kommen. Das ist also eine neue Qigong-Art, die wir hier gemeinsam kreieren. Mit leichten Übungen ins Energiegefühl kommen. Ja, okay. Und als Grundlage haben wir unsere Klopfübungen, damit wir dann auch wirklich 100 Jahre bei bester Gesundheit alt werden. Legen wir mal los. Gut, und die Leisten. Gut. Gut, mal einen Augenblick nachspüren. So, dass die 8 Baksu-Nester klopfen, nennen wir das Achterklopfen. Und jetzt kommen wir zum 9er Klopfen. Und zwar Handrücken, Ellbogen, Schulter. Handrücken, Ellbogen, Schulter. Rücken, Knie, Fußgelenke. Handrücken, Ellbogen, Schulter. Handrücken, Ellbogen, Schulter. Rücken, Knie, Fußgelenke. Handrücken, Ellbogen, Schulter. Handrücken, Ellbogen, Schulter. Rücken, Knie, Fußgelenke. Handrücken, Ellbogen, Schulter. Handrücken, Ellbogen, Schulter. Rücken, Knie, Fußgelenke.
Armrücken, Ellbogen, Schulter. Armrücken, Ellbogen, Schulter. Rücken, Knie, Fußgelenke. Armrücken, Ellbogen, Schulter. Armrücken, Ellbogen, Schulter. Rücken, Knie, Fußgelenke. Armrücken, Ellbogen, Schulter. Armrücken, Ellbogen, Schulter. Rücken, Fußgelenke, Knie, Fußgelenke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Handgelenk, Ellbogen, Schulter. Handgelenk, Ellbogen, Schulter. Rücken, Knie, Fußgelenke. So, und dann spüren wir nochmal nach. Schön. Ja, dann beginnen wir mal mit unseren Energieübungen. Wir haben ja viel geklopft und die Hände sind noch prickelnd. Halten wir den Energieball. Gut, und verkleinern wir ihn und vergrößern wir ihn und machen wir uns klar, dass das die erste Übung von Hanyang Ruji Qigong ist. Oh, dann gehen wir mal in Kontakt zum Kraftfeld der Erde. Erdanziehungskraft, deutlich werdender spürbar. Und kreisen wir ganz verspielt. Gut, halten wir mal still. Ja, und hier haben wir immer mal den Wechsel von der Kraftfeld der Erde zum Kraftfeld des Körpers. Hier ist das Kraftfeld des Körpers. Und dann vom Kraftfeld des Himmels zum Kraftfeld der Hände. Und Kraftfeld des Himmels, Kraftfeld der Hände. Und nehmen wir den Kopf in das Kraftfeld der Hände und runden wir vor den Schultern her und nehmen den oberen Brustbereich ins Kraftfeld der Hände und senken wir in den Wuchi-Stand. Und das bedeutet in der Kraft der Energie im Qi stehen, in der Lebensenergie stehen. Ja, und dann haben wir den Jellyfish. Und dann machen wir Meridiane leitfähig.
Und dann holen wir uns noch eine Anleihe aus dem Herrn Yang Ruji. Ja, und noch eine weitere Anleihe aus dem Herrn Yang Wuji. Gut. Und stehen in der Position Ball vor Schoß, den Ball vor dem Schoß halten, tragen und umfassen. Und über den Boden. Und ihr kreuzt mit rechts über links. Rechts über links. Manschettenregion. Also nicht Hand vor Hand, sondern da so. Das ist die richtige Haltung. Manschettenregion über Manschettenregion. So, und jetzt wenden wir beide Hände. So, und jetzt ziehen wir die Hände übereinander. Der obere Handrücken zeigt in die untere Handfläche. Der obere Handrücken zeigt in die untere Handinnenfläche. Oh, dann wenden wir die obere Hand. So, und dann übt mal meditatives Laufen im Energiegefühl. Ja, ich denke, es funktioniert auch bei euch. So, dann verkleinern wir und gehen auseinander, wenden die eine Hand noch und bewegen die Arme. Wenden die Hand von dem Nabel, wechseln die äußere Handfläche zeigt zum Boden,
die Handfläche vor dem Nabel zeigt nach oben. Gut, so dann üben wir mal die Gegenseite. Gerade hatten wir rechts über links. Manschettenregion diesmal links über rechts. Ich zeige nochmal. So. Gut, jetzt wenden wir beide Hände gleichzeitig. Dann ziehen wir die obere Hand mit dem Handrücken über den Handteller. Jetzt ist Hand über Hand. Die untere Hand zeigt nach oben und die obere Handfläche zeigt nach oben. Ja, und jetzt wenden wir die obere Hand. Und vergrößern. Und gehen mal ein paar Schritte. Gut, verkleinern. Auseinander wenden und langsames Kreisen und vorsichtige Schritte laufen. Energiegefühl von den Händen zur Erde hin, Energiegefühl von den Händen zum Bauch hin. Vergrößern und verkleinern. Konzentrisches Öffnen und Schließen. Steigen und öffnen. Steigen und öffnen. Sinken und schließen. Erweitern, steigen, verkleinern, sinken und Stille. Und wir kreisen ohne Berührung um den Nabel. Wir kreisen
links hoch und rechts runter. Jedes Mal, wenn ich links hochkreise, setze ich ein Bein vor. Jedes Mal, wenn ich links hochkreise, setze ich ein Bein vor. Oder zurück. Gut, dann halte ich mal an. Jetzt kreise ich rechts hoch. Jedes Mal, wenn ich rechts hoch kreise, setze ich ein Bein vor. Jetzt kommt's. Jedes Mal, wenn ich rechts hochkreise, setze ich ein Bein vor. Ich setze erst den Absatz auf und dann den Fuß. Wenn ich rechts hochkreise, habe ich den Absatz aufgesetzt. Wenn ich links runterkreise, setze ich den ganzen Fuß auf. Und ihr könnt nichts falsch machen. Experimentiert. Setzt euch so kleine Aufgaben. Gut, ja, dann gehe ich in Tragen und Umfassen. Das ist auch eine sehr kraftvolle Position. Und jetzt lasse ich mal ein deutliches Gefühl im Bauch aufsteigen. Und ein deutliches Gefühl im Bauch sich absenken. Nur im Bauch. Die Wahrnehmung im Bauch beginnt sich zu bewegen. Auch hier. Und jetzt lasse ich die Wahrnehmung um den Gürtel wandern. Oh, jetzt gehe ich vor die Mittelachse. Die Mittelachse bedeutet für mich
Du Mai, Ren Mai und Chong Mai. Du Mai, Ren Mai, Chong Mai. Ich bin jetzt im Bauch angekommen und jetzt komme ich in der Brust an. Jetzt bin ich in der Brust angekommen. Und jetzt komme ich in den Bauch an, im Bauch ankommen. So, ich will noch deutlicher im Bauch ankommen, dann mache ich vor dem Bauch. Und jetzt wechsle ich mal die Kreisrichtung. Gut. So, und jetzt achtet mal die Hand hier, wie die kreist mittig hoch und außen runter auf ihrer Seite. Mittig hoch und außen runter. Bei euch ist es die linke. Die linke Hand bei euch kreist mittig hoch und außen runter. Gut. Und die andere Hand, eure rechte, kreist mittig runter und außen hoch. Mittig runter und außen hoch. So, nochmal. Eure linke Hand kreiste mittig hoch und außen runter. Mittig hoch und außen runter. Eure rechte Hand kreiste mittig runter und außen hoch. Mittig runter und außen hoch. So. Und jetzt macht man das gleichzeitig. Diese Hand kreist mittig runter und diese Hand kreist mittig hoch. Und jetzt wiederholen wir das. Und jetzt wechsle ich. So, jetzt wende ich mich einem anderen Projekt zu.
magnetische Hände. Und jetzt male ich mit beiden Handkanten auf dem staubigen Tisch auf Nabelhöhe zwei Kreise. Ja, erstmal, ich fange mal mit einem an. Schau nach vorne, nach außen, zurück, nach innen, neben die wartende Hand. Gut, mache ich nochmal. Ich kreise mit meiner rechten Hand, ihr kreist mit eurer linken Hand einen Kreis. Nach vorne, raus, nach außen, zurück, nach innen und neben die wartende Hand. So, jetzt machen wir, jetzt kreisen wir mit der anderen Hand, ihr mit eurer rechten, zurück, nach außen, nach vorne, nach innen, neben die wartende Hand. Machen wir nochmal. Ihr kreist mit eurer rechten Hand zurück, nach außen, nach vorne, nach innen, neben die wartende Hand. So, und jetzt machen wir das gleichzeitig. Diese Hand kreist nach vorne und die andere Hand kreist zurück. Und ich merke, ich bin bioelektrisch-magnetisch. Bioelektrisch-magnetisch. Und jetzt wechsle ich das Muster. Gebt acht. Jetzt kreist die andere Hand nach vorn und die eine nach zurück. Und all das machen wir in einem von Mal zu Mal intensiver werdenden Energiegefühl. Gut. So, jetzt wechseln wir das Muster. Beide Hände kreisen. Wir schieben beide nach vorne, gehen auseinander, kommen zurück, gehen nach innen, kommen zusammen, schieben nach vorne. So, wir bleiben bei diesem Muster. Nach vorne schieben, auseinander. Wir machen das jetzt nur mit einer Hand. Und jetzt fange ich mit der anderen Hand auch an. Das ist ein neues Muster. Beide Hände kreisen von der Mitte ausgehend nach vorne. Und beide Hände kreisen, wenn sie außen sind, zurück. Bloß hat die eine Hand einen halben Kreisvorsprung. Und jetzt wechsle ich das Muster. Wir bleiben bei dem gleichen Muster, aber ich mache die Gegenseite. Diesmal
gebe ich dieser Hand hier einen halben Kreis Vorsprung. Und wenn diese Hand einen halben Kreis gemacht hat, dann setzt die andere Hand mit der gleichen Bewegung ein. Also. Und jetzt kommt die andere Hand auch. Beide Hände kreisen, wenn sie vom Nabel sind, nach vorn. Beide Hände kreisen, wenn sie außen sind, zurück. Allerdings hat eine Hand einen halben Kreisvorsprung. Ich zeige euch nochmal, wie wir anfangen. Fangen wir mit der Hand nach vorne kreisend an. So, und die kriegt den halben Kreisvorsprung. Jetzt fängt die andere auch an. So, dann halten wir mal inne. So, und all das hat eine Kampfanwendung. Kampfanwendung wäre das hier. Und es hat eine Gesundheitsanwendung, das ist dann das Gleiche. So, und jetzt kann ich, wenn jeweils ein Kreis vollendet ist, das Muster zur Gegenseite verändern. Also, dann fange ich so an. Jetzt ist ein Kreis fertig. Jetzt wechsle ich jetzt geht die andere Hand nach vorne. So, und jetzt ist ein Kreis, der zweite Kreis fertig. Jetzt wechsle ich wieder. So, und das ist der dritte Kreis. Jetzt wechsle ich wieder. So, und jetzt denke ich mal an die Wirbelsäule. Machen wir es so. Handrücken auflegen. Scheitelbogen. So, wir gehen jetzt durch die Wirbelsäule mit unserer Aufmerksamkeit. Jetzt löse ich die hintere Hand und wechsle. Jetzt lasse ich los hinten und wechsle. Geh durch die Wirbelsäule.
Gut. So, da ist noch eine Übung, die ich gern machen möchte. Hier braucht ihr ein Kreuz, das auf dem Boden gemalt ist. Das Kreuz läuft nach vorn und der gleiche Strich läuft nach hinten. Und im rechten Winkel läuft es so. Das hier nenne ich Norden. Das hier nenne ich da. Und das hier nenne ich hier. Und das hier nenne ich hinten. Da ist hinten. Gut. Ihr schiebt die rechte Hand nach Norden. Gut. Und dann machen wir es noch anders. Wir haben die Hände so nebeneinander. Die Finger zeigen nach Norden. Jetzt strecken wir beide Hände aus nach Norden. So, jetzt biegt diese Hand hier, biegt nach da ab. Jetzt ist sie auf dem rechten Winkel nach da. Und jetzt gehe ich mit dir, mit dieser Hand nach hinten. Und dafür habe ich mich gedreht. So, jetzt lasse ich bei der hinteren Hand, die könnt ihr nicht sehen, die wende ich so. Also dreht hinten bei der Hand den Daumen nach unten. Und jetzt lasst den hinteren Arm sinken und dreht euch wieder geradeaus nach vorn, nach Norden. So, und jetzt bringt die Hände wieder nebeneinander. Gut. Energiegefühl. Nach vorne schieben. Wir wiederholen genau das. Abbiegen. Das ist jetzt der rechte Winkel. So, auf dem Norden bleiben und mit der anderen Hand gehen wir auf Süden. Dafür dreht sich der Körper. Da. Jetzt zeigen beide Hände nach in die Da-Richtung, in diese Richtung, beide Handflächen. So, jetzt drehe ich bei der hinteren Hand, ich zeige euch das bei der vorderen, bei der hinteren Hand drehe ich den Daumen so nach unten, macht mal. Gut. So, und jetzt lasst den Arm sinken, so dass die Hand am Oberschenkel vorbeikommt. Und bringt die Hände wieder nebeneinander. So, dann machen wir das auf der anderen Seite genauso. Nach vorne schieben. Jetzt biegt die andere Hand ab. So, und weiter. Und der Körper dreht sich. Aber der Arm, der nach Norden zeigt, bleibt auf Norden. So, jetzt zeigen beide Handflächen nach da. Und bei der hinteren Hand, die wenden wir, sodass der Daumen nach unten kommt. Und jetzt lassen wir den Arm aus der Schulter sinken, so dass die Hand am Oberschenkel vorbeikommt. Die vordere Hand ziehen wir zurück und die untere Hand bringen wir daneben. Das ist eine Übung, da muss ich erstmal den Ablauf, den technischen Ablauf verstanden haben. Aber mit dieser Übung energetisiere ich den ganzen Raum. Also nochmal. Vorschieben, abbiegen. Das ist ein Vierteltortenstück. Das ist ein halbes Tortenstück. Bei der hinteren Hand den Daumen nach unten drehen. Jetzt drehen wir uns wieder langsam geradeaus, während der Arm aus der Schulter sinkt. Die Hand kommt am Oberschenkel vorbei und die Hände stehen wieder nebeneinander. Jetzt die Gegenseite. Gut. Bei der hinteren Hand den Daumen nach unten. Gut. So, und Energie senken.
Energie senken. Und Hände auflegen. Hände so liegen lassen, spazieren gehen. Und still stehen. Ja, gut, dann setzen wir uns.